Hallo, da bin ich wieder, eure Diria. Der Sommermonat Juli ist da. Und was bringt uns dieser schöne Monat? Und was hat uns Nostradamus für den Juli 2018 prophezeit? Ihr wisst es alle, im Leben geht es auf und ab. Bei dem einen ist es mehr und bei dem anderen weniger. Nach Gerechtigkeit fragen, das ist sinnlos. Es gibt darauf keine Antwort. Jeder Mensch hat dieses Hoch und dieses Tief. Aber bei jedem schlägt es zu einem anderen Zeitpunkt ein. Wir erleben kritische wie auch erfreuliche Konstellationen. Und somit ist es ein Wechselbad der Gefühle. Da kommt man überhaupt nicht zur Besinnung. Erst viel, viel später denkt man über die Situation oder Situationen nach. Und wir überlegen, was man anders hätte machen können. Oder wir fragen uns, warum ist es so geschehen, so gekommen? In diesem Jahr 2018, das von der Venus regiert wird, haben wir Hoffnung, dass die Menschen den Sprung über die Hindernisse schaffen oder dass die Probleme zumindest kleiner werden, die sich aufgebaut haben. In den Familien herrscht Streit und Kummer. Die Kinder entfernen sich von ihren Eltern und viele Partner leben in einer Scheinehe. Noch besser gesagt, sie leben wie in einer WG. So stellt sich die Frage, gibt es überhaupt noch Freundschaft, Liebe, Ehe und Treue? Die Venus ist der Stern des Lichts und des Friedens. Sie kann die Güte des Herzens zu uns tragen und die Menschen wieder zusammenbringen, nämlich genau die, die zusammengehören. Überdenken wir doch einmal unsere derzeitige Konstellation. Warum geht es uns gut? Oder warum schlecht? Das Gute nehmen wir mit Freuden an, so als wäre es selbstverständlich. Und machst du dir Gedanken darüber? Sicher nicht. Aber wehe, es läuft mal nicht so gut. Dann geht es uns schlecht. Und alle Welt ist dafür verantwortlich. Besinnen wir uns daran, dass wir uns im Venusjahr befinden. Die Venus ist unser Freund. Also öffnen wir der Venus die Tür und lassen ihre Herzensgüte zu uns herein. Und gehen wir aufeinander zu. Der Juli kann ein strittiger Monat werden, wo Umweltschutz zum zentralen Thema wird. Ohne die Venus wird es nicht leicht sein, die gewünschte Harmonie zu verwirklichen. Und so bleibt das Sich-Verstehen untereinander auf der Strecke. Also beteiligen wir uns nicht an Auseinandersetzungen, sondern sind gelassen und ohne heftige Reaktionen. Bei den Schäden, die wir der Natur angetan haben, da dürfen wir nicht mehr wegschauen. Es beginnt schon damit, unseren Fleisch- und Fischgenuss etwas einzuschränken. Denn die übertriebene Tierhaltung gehört zum Umweltverschmutzer an erster Stelle. Und das ist die Prophezeiung Nostradamus. Es kommt die Zeit und der Ort, da wird das Fleisch durch Fisch ersetzt. Das Gesetz wird aber ins Gegenteil gekehrt. Und der Grundsatz, Freunden gehört alles gemeinsam, gerät aber ins Hintertreffen. Sein Appell an uns Menschen ist, nicht alles auf andere zu schieben, sondern energisch unsere Pflichten gegenüber der Umwelt wahrzunehmen. Nur so können die angekündigten Katastrophen ausbleiben. Der Monat Juli wird ein unruhiger Monat.
Viele starke Gegensätze sind immer wieder da und nicht alle können geklärt werden. Doch da die Sonne hier auch noch mitspielt, kann sich das Glück ganz plötzlich zeigen. So wünsche ich jedem von euch, dass das Glück in diesem Monat Juli an eure Tür klopft. Macht euer Herz auf und lasst es herein. In Liebe, eure Diria.